Ebenen 14. Okay. Dann werden wohl Skytra gegen Skytra kämpfen müssen. Und was haben wir hier? Ein Terranod. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier. Nuggets. Nein, Terranod. Ja, nein, tschüss. Oh, eine Beere. Agilitätsbeere. Totem und Züngler. Oh, eine Gigaflamme. Das gibt ihnen zu denken. Der belebt es? Was? Aber wirklich viel Erfahrung geben die auch nicht. Leider, leider. Schon wieder ein Pteranod. Geh weg. Oh, Geld. 49 Gold. Ein Seekraut. Dann hier unten links. Und da oben waren wir dann schon. Dann jetzt zum Loch. Sehr stark sind die Monster nur auch nicht, wa? Oh, zwei Flora Kings. Oh Gott. Die greifen mit Beast-Töter unseren biestigen Heiler an und machen einen Schaden. Gott, oh Gott, oh Gott, ich. Aber ein Flora-King brauchen wir auch noch. Zwar nicht unbedingt für was Wichtiges, aber ja, doch schon. Ist auf jeden Fall nicht falsch, einen zu haben. Kriegen wir aber auch noch früh genug. Und das wird beide weghauen wahrscheinlich. Genau. Oh, eine Glocke. Anti-Konfu. Zäh. Es müssen mehr Läden aufgemacht werden in dieser Welt. Also erscheinen quasi in den Ebenen. Und man braucht viel mehr Inventarplatz. Oder die Sachen müssen sich stacken lassen. Wenn die Sachen sich stacken lassen würden, dann könnte man viel Sachen mitnehmen. Das wäre geil. Oder der Bewahrer müsste viel mehr Platz haben. Wenn die Sachen sich wenigstens beim Bewahrer stacken lassen würden. Das war alles, oder?
Kann ich hier noch nach unten? Ja. Aber da war ich schon, okay. Dann in die nächste Ebene. Ui, 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 ui. Wie war denn das? Hier rein? Jetzt geht's nach oben. Nach rechts. Und wieder nach unten. Okay, und wie sieht's... Na, na. Da waren wir doch gerade. Hier aus. Na, mit dem Kreis rum. Okay. Sieht nicht schlecht aus irgendwie am Anfang. Im Moment. Und Nuggets. Ja. Was? Ich dachte, ich hätte genug Platz. Ne. Ja, ist wenigstens das Skytrap Tor. Nicht gut. In Commodore. Mausable Picker. Commodore. Der kann auch nichts, oder? Ist er ein Drache? Nein, nicht ein Drache. Sandsturm hat er. Maulsäbel ist Level 14. Der kann auf jeden Fall mehr. Und Ticker ist ein weiblicher Vogel. Na, Commodore. Na, tschüss. Nein, du bist ein... Flora King. Na, machen wir mal Flo. Ja. Nein, tschüss. Ja, bye bye. Das sieht ja nicht ganz gut aus im Moment hier. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo das war. Da! Perfekt. Ui. Na, guck mal da erstmal rein. Heiltrank. Heiltrank. Jetzt muss ich hoffen, dass sich kein Monster uns einfach so anschließt, wie zum Beispiel ein Totem oder so. Weil dann, wenn ich das nehmen würde, müsste ich wieder ein anderes wegschicken und das wäre nicht so toll. Wow, eine Viererkarte. So, das ist wieder einer der Items gibt. Ich gehe mal ein kleines Risiko ein, werf den Teleport weg. Einen Heiltrank kann ich benutzen. Und ja, kommen hier die Nuggets für den Lava-Dämon. Dass die Wildheit bei dem runtergeht. Und dann quatschen wir die mal an. Guten Tag! Okay. Bitte sehr. Gut. Ui. Und noch ein Megafeuer hinterher. Okay.
Alles klar. Teleport, genau. Und eine Agilitätsbeere. Ebene 5 ist das hier. Schadet ja nichts, das zu wissen. Geld! Wäre. Oh! Hilfe wird zu Hilfe ruf. In Ordnung. Noch eine Agibeere. Was soll ich denn mit den ganzen Agibeeren, ey? Mann. Da war was. Ein Heiltrank oder so wahrscheinlich. Ah, ein P-Kraut. Nee, lass mal. Und hinein. Oh, ein Laden. Wie viel gibt es für die Bären? 18. Oh je, oh je, oh je, oh je. Anti-Konfu, weg. Anti-Müde, weg. Lura-Stab, weg. Seekraut, weg. Anti-Monster, weg. Nee, MP Power. Nee, brauche ich auf jeden Fall nicht im Moment. Werden wir noch ein paar finden. Dann speichern. Und hindurch. Da ist das Loch. Da ist nichts. Ein Heiltrank. Und noch ein Heiltrank. Okay, der hat Lava eingeschleffert. Schinken. Züngler, Flora King. Ach ja. Oh, Geld. Ah, eine Medaille. Geil. Und eine Kiste. Mit Geld. Okay. Dann zum schwarzen Loch. Genau. Ein Gegengift.
und ein Kraut. Level up für Lava. Da ist das Loch. Ich wünsche mir ja ein Allheil oder etwas in der Art. Von Uni. Jolt. Oh, eine Zweierkarte sogar. Und Schinken. Na, Uni, komm. Heilst du einmal durch. Und wir hüpfen da durch. Oh, ein Kilofuß ist das. Dieser kleine Tausendfüßler da. Mal schauen, was er so drauf hat. Wahrscheinlich nichts. Okay, er ist auf jeden Fall feuerresistenter als die Züngler. Und hat dann ein bisschen mehr Leben und wahrscheinlich auch mehr Verteidigung. Und gibt hoffentlich auch mehr Erfahrung. Ja, ich glaube schon. So wie ich das jetzt hier beurteilen kann. Ein Schinken. Na, den können wir doch mitnehmen. Hier, Lava. Gehen wir mal hier durch die Mitte. Ah. Da ist das Loch. Und das nicht. Nicht. Nicht, nicht. Wie rein ja nischt. Das Loch. Na, die greifen an. Weg. Eine Kiste. Ah. Oh. 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 Hm. Sky. Ja, 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 du. Genau. Na, hallo. So. Sehr gut. Nicht. Und seinen Heiltrank. Hm, ja.
Na, Lava, nehmen wir mal den. Bitte sehr. Noch eine Kiste. Ein Schinken. Es müsste doch eigentlich 0-0. Ja, endlich wieder. Nicht so weit. Okay, das sind wir durch. Dann hier und da oben noch. Das nichts. Das sieht man sofort. Ja. Aber hier ist eventuell noch was. Sicher auch nicht viel, aber doch etwas. Na. Mehr als unten rechts. Nämlich zum Beispiel ein Heiltrank. Ja, für Sky. Nuggets. Ja, hier. Einfach um die Chance für den Priester zu erhöhen. Bla bla bla. Und das war's dann.